Jo, die gehen immer eine Sekunde zurück am Stück bei Cyberpunk 2077 und machen wir noch die Wechselstellung. Blade again? Genau, schlechte Nachrichten von Vic. Der Biochip bringt sich langsam. Hä, was? Langsam um, selbst sicher mit anderen wahrscheinlich das Ergebnis. Der Bewusstsein wird ausgelöscht. Ja. Wer hochsteigt, fällt auch tief. Aber wenigstens bist du noch am Leben. Und solange man noch lebt, gibt es Hoffnung. Also geh wieder zurück an die Arbeit und die Einsätze sind so hoch wie eh und je. Inventar, Cyberwerk, Karte, Charakter, Journal. Wo können wir unsere Mission auswählen? Bin ich dumm? Ah, hier. Ne, Mission. Ein Kampf im Club Animals. Wow. Ich will die Hauptquest nicht so hart verfolgen. Wollen wir noch alles haben? Beat on the Bread. Besser spät als nie. Wenn wir draufgehen, dann sieht dass die Welt einen Dreck. Das Leben geht weiter, bis auch der letzte Spur von uns immer verschwunden ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen werden wir in deinen Wagen abgeschleppt. Wenn du mich fragst, zeigst du der Welt am besten, dass du noch lebst, indem du dir deine Karre wiederholst. Ist vielleicht nicht das ambitionierste Unterfangen, aber für jemanden in deiner Position ist es immerhin ein Anfang. Ja, können wir machen. Wir machen aber vorher mal noch kurz einen Waffencheck. Sekunde. Ich hätte gern meinen Katana wieder. Ich hab meinen Katana. Alter, will ich mich verarsche? El Bastardo. Gibt's irgendwas, was mehr Bums hat? Nee, okay. Hier. Hopp. Fender. Wir haben 7,76. Oh, hört sich doch gut an. 102,39, 11 Schaden. Ah, das ist aber langsamer. Thermalschaden, physischer Kopfschuss. Ist nicht so hoch. 5,9. 3,06. Das bringt uns halt nichts, wenn die Angriffszahlen von Arsch sind, ne? Also Damage per Second. Snipper. Ah, ne. Schrotze. 6,9904. Abprallen, physischer. Ne. Will ich ja trotzdem noch bei da bleiben. Gut, und Handfeuerwaffe. Gibt es maximal die besser wäre? 118. Kopfschussmultiplikator. Oh. Bei den Chunkensteinen, einige Vorteile. Physischer Schaden, kritische Trefferchance, Aufladezeit. Jo, halt mal. Und den Rest? Zerlegen. Kann eine Weile dauern, habe ich glaube das Gefühl. Jetzt hat er mein. Oder haben wir hier? Ach, da ist unser Katana. Ach, Gott sei Dank. Wieder mehr Damage. Verarsch mich nicht. Das Messer hat mehr Damage als Katana? Ich behalte das Katana trotzdem als toll ist. Wir machen einfach irgendwas, weil ich will eigentlich unsere Anfeuerwaffe dahin tun. Und jetzt das da. Schrotze heben wir auch noch auf. Ich hätte ja gern einen Waffenslot mehr, das wäre cool und. Ja.
Hallo? Wartet mal. Ach, komm ich hier nicht durch, oder? Okay. Was ist das? Hört ihr die kritische Schaden um 6%? Ah, geil. Zielfernrohr. Warum kann ich das nicht für die anderen Waffen nutzen? Ach, weil die keinen Slot hat. Okay, cool. Gut, dem erledigt. Rucksack noch kurz. Ach du Scheiße, nee. Und da, was haben wir da? Bandagen? Nö. Mach weg. Jetzt können wir es schneller so rumwabbeln, als das finde ich ein bisschen störend gerade. Es ist hier, 3 Punkte zu vergeben. Ja, heben wir mal auf, da ist noch irgendwas. Da ist irgendwas kaputt. Seht ihr das? Naja. Gut, 90, 312, Itemherstellung. Upgrades. Inventar, Rucksack, irgendwie Bullshit noch dabei. Oh Gott, weil ich was ablege, glaube ich. Machen wir auf der Lade. Die Basie, den will ich zerlegen. Achso, das Katana. Kann man ablegen. Klamotte technisch, Alter, ist mir alles dabei. Pille, Granate. Der Mann Schalli. Schiss, Chaos Berserker, Cybermod-Ware. Ein Gerichtsstoffverschluss mit 5%, wenn Sandvestin aktiv ist. Okay, cool. Ah, oh, das ist schon. Das fängt ja wieder ganz gut an, du. Der ist halt langsam, ne? Im Gegensatz zu unserem. Ja, komm, mach weg. Basie. Ich hoffe, die gröbere Einsätze, ne? 200 Schlagwaffe, ist eine einhändige. Da hätte man halt mehr Range drauf. Ah, lass mal so. Jetzt haben wir uns erstmal unser Auto. Ah, oh, sieht doch ganz nett aus. Erstmal weg, sonst rasten die alle wieder aus. Und speichern wie 0-0. Ich hab's Gefühl, bis der erste Quest nachgehe, erwartet. Na, seht ihr, wir haben nämlich 0 Lebenspunkte. Ist aber komisch, wir haben doch bestimmt was zum Futtern. Neu. Ausdauer. 1800. Mama Wells, hä? Was jetzt? Wir müssen reden. Bitte geh ran. Nee, wir müssen keine Chance, müssen erstmal wahrscheinlich die Quest machen. HCPD, aufmachen! Barry! Barry, wir wissen, dass du da drin bist. Wir wollen dir helfen. Hat man denn noch eine Aufgabe von der anderen Tante? Ich hoffe, die können wir noch machen. Das, ich weiß, das nervt vielleicht jetzt gerade.
Journal. Verkäufer. Okay. Ah, können wir noch machen, okay. Also erstmal Hauptquest hier. Weil wir haben nicht null Leben. Von daher denke ich, wird uns gerade aktuell nichts anderes übrig bleiben. Na, Ladies? Nee, nee, Brudi, erstmal. Ach, da ist es doch. Die letzte Nachricht des Tages. Hallo, ich bin Arif Iqbal mit den WNS News. Heute ist ein trauriger Tag in der Geschichte Night Cities. Bürgermeister Lucius Ryan ist verstorben. Ryans Familie hat uns über seinen Tod informiert. Er starb friedlich, während er schlief. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Man geht allerdings vom Versagen seines Herzimplantats aus. Ryans verbleibende Amtszeit wird von seinem Stellvertreter und engstem Vertrauten übernommen, Weldon Holt. Holt hat offenbar vor, bei der anstehenden Bürgermeisterwahl zu kandidieren. Heute betrauern wir den plötzlichen Verlust. Ja, passiert halt. Huch, wie schnell ist passiert? Hola! Hola, hola! Oh, sorry, meine Dame. Ich werde etwas abwesen. Ich bin heute in, ich hatte einen schwierigen Tag. Immer noch hier. Zwei. Halt. Speicher. Darf ich mit dir reden, Ma'am? Ma'am? Ah, okay, lieber nicht. Wir nehmen uns bald echt Angst, weil ich gleich Stress schiebe. Jetzt mit 0-0 Leber raff ich halt. Was passiert jetzt, wenn wir... Quadlipper. Ich will nicht draufgehen. Schwester? Was willst du? Reden. Oh mein Gott, wir gehen drauf. Wir sollen eigentlich halt auf alles scheißen, einfach unser Leben genießen. Was ist denn jetzt los? Wie, mein Lieblingssöldner. Ich habe einen Galliner zu verkaufen, hat noch nicht viel Kilometer auf dem Buckel. Der vorherige Besitzer hatte panische Angst davor, aus dem Haus zu gehen und von ihnen erschossen zu werden. Also stand der arme Wagen 10 Jahre lang in der Garage, aber man könnte dem Schicksal nicht entkommen, nicht wahr? Eines Tages flog ein Querschläger durch das Fenster und traf den Besitzer. Die Moral von der Geschichte ist, dass man ein verficktes Leben einfach leben muss. Also sei kein Geizhals, pack deinen Credit Chips aus und schnapp dir diesen Wagen. Ja, okay, nachher. Kann ich jetzt mal... Du bist neu hier? Nee, von dir will ich nichts. Hallo, ich hab's eilig. Ich will umgefahren werden. Ah, jetzt darf ich. Herr Fix hat dir gerade einen Auftrag zum Kauf angeboten. Nächstes Mal, wenn der Fix dir ein Angebot schickt, erscheint eine neue Markierung auf deiner Minimap. Wenn du das Fahrzeug kaufen möchtest, begib dich zum angegebenen Ort und bestätige den Kauf. Okay. Jo, chillt alle. Das sind Zebrastreifen hier oder sowas, ne? Wo kann man hier rüber sicher? Alter, ich will nur rüber über die Straße. Oh, renn! Ich hab keine Ahnung, was passiert, wenn man umgeholzt wird, ne? Bist du dumm? Mach mich nicht wütend. Sorry, Schwester. Hallo. Bitte. Danke. Du siehst besser aus. Na, geht. Während der Autofahrt dachte ich, du schaffst es nicht. Warum hast du mir überhaupt geholfen? Ich brauchte dich lebend. Das tue ich immer noch. Geht's um den Biochip? Sind wir deshalb hier? Hab gehört, dass er irreparabel beschädigt wurde. Jeder Versuch, ihn zu entfernen, wäre tödlich für dich. Vic plaudert wohl gerne. Du solltest dankbar sein für das, was er für dich getan hat.
Was genau willst du von mir? Als erstes musst du mir sagen, wo ich Evelyn Parker finde. Ist sie für mich? Evelyn? Wofür brauchst du sie? Sie und Yorino Barasaka hatten eine intime Beziehung. Sie weiß, wo er angreifbar ist. Ich wollte eh mal mit ihr reden. Sie hat mir ihre Hilfe versprochen, um den Chip loszuwerden. Darauf solltest du nicht vertrauen. Sie ist wahrscheinlich schon lange verschwunden. Dann hast du deine Frage selbst beantwortet. Sie ist nicht mehr hier. Aha. Warum glaubst du, dass sie dir mit dem Chip hätte helfen können? Hilft dir ein anderer Konzern? Glaube ich nicht, nein. Warum das? Egal, wie viel Parfüm sich ein Konzerner morgens überkippt, zur Mittagszeit stinkt er trotzdem wieder nach Betrügerei. Aber Evelyn schien mir einfach nur sehr entschlossen. Stinke ich auch nach Betrügerei? Nein, du stinkst ganz allgemein. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte. Ich sollte dann los. Hey, warte, ich brauche dich. Yorinobu Arasaka muss für den Mord an seinem Vater bezahlen. Du willst Gerechtigkeit in Night City? Ich will Rache. Ich will die Weitaus Pizza. Weitaus realistischer hier. Ich habe Verbündete, um Yorinobu in die Knie zu zwingen. Ich brauche nur Beweise. Und du denkst, sie glauben einem Söldner? Mehr habe ich nicht in der Hand. Und ich kenne hier niemanden. Bin auf der Flucht. Werde gejagt. Was, wenn ich Nein sage? Dann nenne ich dir die Belohnungen dafür, dass du Ja sagst. Aha. Also was, wir spazieren einfach ins Arasaka-Hauptquartier und schreien heraus, dass Yorinobu seinen eigenen Vater umgebracht hat? Wir bekommen eine Anhörung vor vernünftigen Menschen. An einem neutralen Ort. Gewisse Prozeduren werden die Wahrheit ans Licht bringen. Ein Lügendetektor? Vergiss es. Dann wird's Zeit für Option B. Du stirbst. Hast keine Ahnung, wie du dich retten kannst. Ein Chip, der Relic, ist schuld. Arasaka-Technologie. Und nur Arasaka weiß, wie sie funktioniert. Dieser Konzern kann dich ebenso leicht retten wie verschwinden lassen. Du brauchst nur die richtigen Leute auf deiner Seite. Simple Politik. Und was für Leute meinst du genau? Leute, denen Arasaka wichtig ist. Denen das sichere Wachstum des Konzerns am Herzen liegt. Mhm. Du meinst Leute wie Anders Hellmann. Woher kennst du diesen Namen? Hab mich vernünftig auf den Job vorbereitet. Hellmann hat den Relic erfunden. Wohl kaum. Er ist nur eine Schachfigur. Ich dachte an jemand Mächtigeren. Außerdem hat Hellmann Arasaka verraten und ist entkommen. Was ist da los? Zunächst würde ich gern von Ihnen wissen. Überall dreckiger Saka-Abschaum. Hey, das wollte ich mir anhören. Schnauze. Niemand außer dir will den Scheiß über diese Konzernschlampe sehen. Was hast du gesagt? Soll ich's wiederholen? Nö. Hör zu. Nein, du hörst zu, du Held. Leute wie du haben dieses Land in die Knie gezwungen. Unsere Städte, unsere Jobs, unsere Würde genommen. Aber dieser Laden gehört mir. Also hab ich das Sagen. Trink deinen Tee aus und verpiss dich. Nazi! Das Letzte, was wir wollen, ist auffallen. Verzeihung. Ein dummer Reflex. Danke für das Angebot. Ich muss drüber nachdenken. Aber ich melde mich. Ich brauche Zeit zum Planen, Organisieren. Wird sich für dich auszahlen, mir zu helfen. Ich will dich bitten, nicht die Stadt zu verlassen.
Was? Warum sollte ich das denn tun? Ich brauche Hilfe. Und am ehesten finde ich die hier. Wer soll dir außer Arasaka-Experten helfen? Du hast keine Alternative. Wir haben doch gerade über einige gesprochen. Ja, werd mein Glück mit Evelyn Park versuchen, der Entwickler. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie? Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Vielleicht. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Verbrecherkodex. Schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehre. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Ach so, Verbrecherkodex. Das habe ich. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Diese Parker wird... Ja, sorry. An deiner Stelle würde ich mir... Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Um den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen. Hellmann hat Arasaka verlassen. Hab selbst eine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. Er war... Wie heißt es noch? Wie vom Erdboden verschluckt. Was er versucht, Konzerner, er hat Arasaka verlassen. Verlassen? Hat ihn ein anderer Konzern ins Boot geholt? Soweit ich weiß, hat er alleine gehandelt. Ein bedachter Mann. Er hat alles gut geplant und seine Spuren verwischt. Irgendeine Idee, wo er sein könnte? Nein. Pizza. Da war aber jemand fleißig die letzten Tage. Pizza. Solange es da draußen Informationen gibt und ich mich auf alles vorbereiten muss, werde ich nicht still sitzen. Ist ja auch dein Job. Das war mein Job. Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Er kannte sie beide gut und könnte ein wichtiger Zeuge sein. Konzernratten quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Mehrere Tage lang habe ich Informationen gesammelt. Alle Spuren führen zu einem Club, dem Afterlife. Ich wurde von der Königin der Fixer dort abgewiesen. Rogue. Du hast echt für Saburo gearbeitet und weißt nicht, wie man mit hohen Tieren redet? Sie wollte nichts mit dem Mann zu tun haben. Schatz, nett. Der des Mordes an Saburo Arasaka verdächtigt wird. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Ich kann nicht länger hierbleiben. Such ruhig nach Parker oder Hellmann, wem auch immer. Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Okay. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind, zuzuhören, rufe ich dich an. Okay. Tschüss. Na dann. Wenn du Hellmann tatsächlich findest, lass es mich wissen. Ich habe eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Ach, Johnny. Sepperpackung und Dreck. Manche Sachen ändern sich nie in Night City. Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, wenigstens ist Rogue noch am Leben. Du hast echt Nerven. Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Was willst du von mir? Hab nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Fick dich, Arschloch. Hey, ich hatte es auch schwer. Du bist auf einer Müllhalde aufgewacht, ich in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken, Erinnerungen. Gleichstand, würde ich sagen. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und nachgedacht. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten.
Warum sollte ich dir trauen? Sag's mir. Vertrau mir oder auch nicht, mir scheißegal. Ist echt das kleinste unserer Probleme. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt, um sich an irgendwas zu erinnern. Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau. Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Sprechender Gehirntumor behauptet, er wäre ihr alter Kumpel Johnny? Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört. Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich hab deine Erinnerung gesehen. Widerlich. Überlass Rogue einfach mir. Die tanzt nach meiner Pfeife. Bring uns nur ins Afterlife. Es gibt kein Uns. Hab ich jetzt wieder Leben? Die Frage ist immer ganz blöd. Weil irgendwie... Was wird komisch? Wenn ich sonst ein bisschen mal frisch lade. Ruf Judy an. Das machen wir kurz, weil es optional ist. Achso, ich muss Tee halten. Ah, süßes Bild. Wie? Bist du das? Scheiße, ich dachte, du wärst... Ja, dachte ich auch. Tot. Ja. Bist nicht die Einzige, die mich für tot hielt. Ich habe auch gedacht, dass es das für mich war. Ist nicht gut gelaufen, hm? Nicht ganz nach Plan. Du hast also davon gehört? Hast wohl mit Evelyn geredet? Musste ich nicht. Die ganze Stadt weiß davon. Hör zu, ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es. Ich werde mich nicht wiederholen. Judy, ich habe nur dich. Du bist meine einzige Hoffnung. Ich muss sie finden. Und ich weiß, dass du mir dabei helfen kannst. Und wer sagt, dass ich das will? Können wir uns treffen? Bitte? Bist du im Lizzie's? Triff dich mit Judy. Ich trotzdem gerade gern wissen, was wir in deinem Leben haben. Also Lebensenergie. Sonst muss ich kurz neu laden. Als erstes brauchen wir auf jeden Fall erstmal unser Auto. Garage, ja. Speicher mal kurz. Wo steht denn eigentlich dran, wie viel Leben wir haben? Nur mal so eine ganz blöde Frage. Werte? Gesamtspielzeit, Level, Panzerung, Gesundheit 150. Okay. Denke mal, was für ein Auto. Warten wir hier oder gehen wir immer schon brav drüber? Oh, das ist grün. Aha. Ey, Arschloch, aufpassen. Auto ist kaputt. Wait. X, wait, X. Bin ich so leicht? Vorsichtig? Super, Sneak? Ihr seht mich nicht. Nee, es wird immer noch nur Leber anzeigt, ne? Dann habe ich es mal kurz neu. Wir machen kurz mal eins. Spiel speichern, separat. Ich hoffe, es ist ein fataler Fehler, ich denke, dass ich die Scheiße frisch machen kann. Ganz merkwürdiger Shit. Das wäre jetzt richtiger Bullshit. Sei was willst du, hier ist das Netz. Brain ist nämlich ganz einfach von den Schauspielern gemachte Erfahrungen hautnah mich zu erleben. Geil. Ich seh's nicht. Doch, jetzt wird's so angezeigt. Gott. Aus dem Bug. Was? Okay, ein paar Infos zu deinen Gegnern. Hey Wee, Watson ist nicht mehr abgeriegelt. Jetzt bist du ganz und gar frei, aber vergiss die Kämpfe nicht, okay? Wäre eine echte Verschwendung, dein Talent nicht zu nutzen. Okay. Hey, jetzt bekommst du einen Puff.
Ich würde trotzdem gern meine Miete bezahlen. Ich hoffe, das ist irgendwie noch möglich. Oh, new hero. You might be a new hero. Police. Kartons verratzte. Dellermine. Innenradantrieb. Baujahr 2038 bis 53. 333 PS. Ablenkungsmanöver für... Ganz komisch, warum uns allerdings. Was denn das? Egal. Piep, piep, Arschloch! Johnny, hast du das auch gerade gesehen? Hier stimmt was nicht. Was du nicht sagst. Ich meine, nicht das Autowrack, sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt fährt nach einem Unfall einfach weg. Ich sag von Dellermine. Evelyn Parker. Nee, das ist wichtig, ja, okay. Mann, ich will noch einmal Escape drücken. Nein, Nachrichten. Sie haben ein Recht auf eine. Wir bitten viel um Entschädigung für die Verkehrsvorfall Noah Pepper. Die Dellermine Corporation möchte Sie herzlich in den Hauptquartier einladen, um den Schaden zu beurteilen und entsprechende Entschädigungen zu arrangieren. Mama Wells. Ich rufe dich zurück. Nachricht nicht möglich. Der Empfänger ist möglicherweise im Moment nicht erreichbar. Okay. Auto kaputt. Oh Gott, ich denke mal, da kommt was. Ah, super. Schönes Auto, Mann. Läuft alles beschissen. Wisst ihr, was mir aber kaputt ging? Ist eine Sache. Was ist noch unser Auto? Oh man. War doch ein Auto. Ich werde es Plätze nennen. Oh, ist das hell hier? Scheiße. Aber die Aufnahme leckt nicht oder so weit. Ne, sieht gut aus. Lieb dich auch. 1,3 Kilometer und das zu Fuß? Gibt es ja keine öffentlichen Verkehrsmittel? Oh Mann. Naja, ein bisschen Sport nach den schweren Verletzungen vielleicht ganz gut. Hey, guck mal. Hä? Was? Geht der Musik ab? Aufgeschlossen. Können wir uns irgendwo ein Auto leihen? Ist ein Zebrastreifen? Ich hoffe es. Hey, hey, ganz locker, ja? Ah, ich muss hier lang, sorry, mein Fehler, ich bin neu hier. Ist rot. Erstmal tanzen darauf. Yeah. Oh, Mann, schalt doch um, kann man die Scheiße nicht hacken. Ah, danke, geht doch. Einmal schief angucken. Das ist aber interessant. Weil ich habe die Stadt, muss ich persönlich sagen, wirklich nicht so als fußgängerfreundlich erlebt. Also hier von A nach B zu kommen ohne Auto ist eigentlich echt scheiße. Haben wir jetzt den Herr Taggermann? Ich würde Tagger wollen. Bin ich jetzt lame, dass wir es nicht taggen können? Jo, habt ihr auch lieb. Aber ich hab's eilig. Da kommt nix. Da kommt nix. Macht es nicht nach, Kinders. Das ist scheiße.
Das ist aber eine Scheiße, rum zu laufen, vor allem jetzt im Zustand. Könnte echt tödlich werden. Da haben wir ein Hauptquartier. Heilige Kacke. Warte mal, da kann man ja eigentlich einen Puff gehen. Ich will kein Auto klauen. Es gibt nur wieder Stress mit Bullen. Da habe ich keinen Nerv drauf gehabt. Muss ich zugeben. Wir wollten mal rüberschwimmen, ne? Wisst ihr noch? Dann waren wir da drüben irgendwo und sind weggefidget Spinner. Irgendwo war's. Du kannst doch nicht lang. Japan Town. Ich muss weiter geradeaus. Ist das hier ein Fußgängerübergang? Wie? Lang, lang ist's her. Wer bist du? Wakako Okada, die Herrin von Westbrook. Habe ich Schulden? Wenn du kurz Zeit hast, komm zu mir. Wir müssen eine Rechnung begleichen. Sandra Dorsett, du hast das sehr gut gemacht. Du und auch dein Freund. Hä? Bis bald. Meinst du, der tot ist? Das ist aber echt sarkastisch von den Leuten langsam. Wie? Müßigkeit ist aller Zeit. Ja, okay. Louis, ich habe einen Magiegang Mangel zu verkaufen. Abgesehen davon, dass der Name klingt wie ein typischer. Ist das weit weg? Für 14! Bin ich Richie? Oh man, das wird witzig. Da kann ich sogar den Namen gerade. Schnell hier rüber. Ja, Freiheit. Dieser Müll? Ich weiß nicht, ob das Erfahrungspunkte gibt, ne? Deswegen scannen wir einfach mal alles. Wir müssen vor allem mit unserer Cyberdeck upgraden, dass wir da mehr Hacking-Tools haben. Guck mal, sieht aus wie eine Bushaltestelle. Hallo? Kann ich mit Ihnen reden, Ma'am? Ma'am? Sir? Okay. Snobs. Was? Free Mouse One Desire. Okay. Oh, das sieht cool aus. 14.000, Alter. Da haben wir ein Hauptquartier. Mir passt das nicht gerade. Wir werden jetzt wieder weggenetzt. Ah, Walk. Perfekt. Ja, 950 Meter. Wir haben es gleich geschafft. Ich dachte mir gerade so, okay, ein Auto kann ich vielleicht kaufen, sonst ein billiger Schrotthaufen irgendwie. Fand das mal zum Telefon eigentlich nicht. Irgendwie ins Internet gehen finde ich scheiße. Live Couch, rufen wir mal an. Toller Live. Ach, wir können einfach rüber, okay. Santa Muerte schreit in der neuen Seite. Ja? Was gibt's? Bruder? Hey, hey. Okay, ihr seid dicht. Was geht hier so ab? Schönes Wetter heute. Ja? Ich warte auf einen Freund. Bauchrednerin? Oder kam der aus der Po-Ritze raus, der Ton? Hä? Hä? Ganz komische Sache. Dann kann man noch anrufen. Hey, schön, dass du anrufst. Endlich. Wir haben uns lange nicht gesprochen. Nicht seit Jackies Tod. Wie geht's dir? Wie soll's mir gehen? Mein Sohn ist tot. Aber ich komme schon klar. Wollte dir mein Beileid aussprechen. Dein Beileid aussprechen? Jesu Christopi, du hast bei mir gewohnt. Hab wenigstens den Anstand, mich nicht wie eine Fremde zu behandeln. Hör zu, ich wollte dich hier anrufen. Ich mache eine Offrende für Chiquito. Ohne wäre es kein guter Abschied. Die Zeremonie findet im Coyote Cojo statt. Seine Freunde werden auch da sein. Schöne Idee, Mama Wells. Ich komme vorbei. Daran habe ich nie gezweifelt. Heroes. Okay, dann machen wir eins. Dann machen wir jetzt kurz unsere Mission hier fertig. Dann haben wir hoffentlich wieder ein Auto. Und dann gehen wir zu Wies Beerdigung. Schnell rüber.
echt beeilen, du. Ey, geht mal weg, ihr Penner, Tiki. Was ist mit dir, hä? Dir, wie siehst denn du aus? Oh, Alter, ich will den LKW. Kann ich das hier mitnehmen? Los! Voraus, mein kleines Pferd! Hallo? Hallo? Ja, okay, dann halt nicht. Ich lackiere zu Fuß, es dauert mir zu lang. Und dann darüber. Schon wieder der gleiche. Athletik, 20 Erfahrungspunkte. Nice. Bin ich mal toll, wenn man einfach rennt oder was macht, sich dann upgradet. Du kennst mich nicht, wirst du aber. Korrekt. Ich bin Dino. Kümmere mich um das Stadtzentrum. Wie? Ich weiß. Hab von dir gehört. Bist groß im Kommen. Echt? Wenn du was brauchst, ruf mich an. Dino kennt jeden Saurier. Da draußen. Sorry, der muss sein. Dino, Saurier. Dino, Saurier, Dino Wojcik. Du kannst übrigens jederzeit gerne was? Vorbeikommen, der Club steht dir immer offen. Wenn du einen Drink brauchst, Electric Orgasm kann man nicht übersehen. Ach, so heißt der Laden. Okay. Was denn? Ey, ich habe gebraucht einen Columbus, der am Markt steht. Ja, ey, hör mal auf der Pisse, Alter, ne? Das ist ja Autowerbung. Für 50 Milliarden Euro oder Credits oder keine Ahnung. Ich speichere jetzt erstmal. Ich werde gleich abgeknallt. Beseitigung, da ist ein Herz dran. Oh, da mische ich mich erstmal gar nicht ein. Ah, erstmal ist da mein Headquarter. Geh nur schnell über die Straße. Oh, was denn? Habe von einer neuen Seele in Haywood gehört. Doch. Ich bin Sebastian Ibarra. Steht mein Name irgendwo öffentlich auf dem Plakat? Wie? Freut mich. Ich mag Menschen, die Sinn für Respekt haben. Doppelabsatz. Wir hören voneinander, wie? Nice, ma'am. Was ist mit dir los? Was ist mit dir jetzt? Komm doch mal in meiner kleinen Gemeinde vorbei, wenn du Zeit hast. Ja, ich merke schon. Dad is near. Was gibt's? Willst du was? Sekunde. Das ist rosa? Ich hoffe, das gibt keine Probleme. Bin ja auch schwer getriggert durch die Mission. Kann man hier den Schnellreisepunkt freischalten? Ich glaube, die sind generell einfach verfügbar, kann das sein? Was gibt's? Nix. Das könnte die Wüste sein. Oder das? Ich weiß es nicht. Muss man eigentlich gerade nicht da rein? Oh Mann, da hat er mein Headquarter. Da drüben unser Auto. So, kaputt, keine Zugehörigkeit. Alter, was ist denn da los? Ja, komm, ich verpiss dich doch mit den Autos. Komm doch gleich mit dem Bentley ums Eck, Mann. Ist das hier grün? Jetzt kommt eh nichts, als das eine Ripper. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es gibt gleich Stress. Delamon Headquarter, welcome to your own death. Dein Anwalt wird dir einen zweiten Datencrash verpassen, hörst du? Die Firma ist Geschichte! Hören Sie mir bitte die Kontaktdaten Ihres Anwalts mitteilen. Fick dich, Elektro-Hörn! Danke, Ihre Eingabe wird bearbeitet. Bitte warten. Hey, Dell. Guten Tag, werter Kunde oder Kundin. Womit kann ich dienen? Was ist los, Dell? Erkennst du mich nicht? Du hast mir eine Nachricht geschickt und gesagt, wir müssen über den Unfall reden. Sie sprechen mit einem Unterprogramm des Delamain Networks. Leider verfüge ich nur über eingeschränkte Funktionen. Bitte geben Sie die Bearbeitungsnummer Ihres Schadensberichts. Geben bloß keine Zahlen, sonst finden sie dich. Wer? Konzerne.
77 11 11 0 10 96. Schadensbericht liegt vor. Bestätigt. 96 am Ende. Das steht für einen Staatsfeind, ein Regierungsziel. Ihre Identität wurde bestätigt. Mr. Hans Jones, wie würden Sie Ihre Erfahrung mit Zwischenfallnummer 77 11 11 0 1 0 9 6 beschreiben? Geiler Unfall, krieg mich gar nicht mehr ein. Und jetzt hol den echten Delamain. Hä? Wie? Verzeihung, wenn der Rezeptionist Ihnen Umstände bereitet hat. Ich kann aufgrund einer aktuellen Krise leider nicht alles selbst beaufsichtigen. Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine entsprechende Ausgleichszahlung für den entstandenen Schaden zu überweisen. Sonderbar Handlung. Könnten wir uns woanders unterhalten? Ist da was? Sicher, ist mir recht. Dann folgen Sie bitte der Drohne. Hallo Drohne. Durchaus bewusst, dass der Kundenservice im Moment ungenügend ist. Vielleicht könnte eine Führung als Entschädigung dienen. Dieser Gang führt von der Werkstatt zum Büro. Und hier befindet sich unser Herzstück. Alles ist automatisiert. Ich ziehe derzeit in Erwägung, auch Reparaturen anzubieten. Etwas überlastet. Kann mir vorstellen, warum. Ich gehe noch immer dem Ausfall der Delamain Network-Fahrzeuge nach. Es könnte sich um einen fortgeschrittenen Virus handeln. Das Problem muss schnell gelöst werden. Der plötzliche Anstieg an Zwischenfällen ist kostspielig und zieht zu viel Aufmerksamkeit auf die Firma. Der Kontrollraum. Es ist mir eine Ehre, dass Sie hier sind. Überraschenderweise. Kontrollräume sind für Organische. Wofür brauchst du einen? Diese Einrichtung wurde früher von Menschen betrieben. Die Infrastruktur habe ich übernommen. Wofür sind diese ganzen Lichter hier? Genau das wollte ich mit Ihnen besprechen. Jedes grüne Licht steht für ein Fahrzeug, mit dem ich in Kontakt stehe. Wie Sie sehen, ist dies nicht mehr für alle Fahrzeuge der Fall. An den roten Lichtern zu erkennen. Können das die Reparaturdrohnen nicht fixen? Leider ist in diesem Fall menschliche Hilfe erforderlich. Ich weiß, dass Sie ein breites Leistungsspektrum anbieten und äußerst diskret sind. Könnten Sie mir beim Bergen meiner fehlenden Fahrzeuge helfen? Ja gut, warum nicht? Warum muss ich diskret sein? Wer nicht bemerkt wird, wird nicht gestört. Ein spürbarer Anstieg an Inspektionen lässt vermuten, dass die Behörden mich bereits überwachen. Heißt das NCPD oder Netwatch? Letzteres. Mein legaler Status passt nicht in die derzeitigen Vorschriften. Wenn ich nicht aufpasse, könnte man mich als illegalen Einwanderer einstufen. Oh Gott, die Zeit. Okay. Okay, ich suche gerne nach deinen fehlenden Karren. Sehr erfreulich. Ich sende Ihnen die Koordinaten Ihrer letzten bekannten Aufenthaltsorte. Sie müssen sie nur deaktivieren. Dann stelle ich die Verbindung wieder her und bringe sie zurück. Ich kümmere mich drum. Delamain-Fahrzeuge sind gut gesichert. Nehmen Sie am besten einen Scanner mit Entschlüsselungsfunktion mit. Okay, wenn du meinst, Bruder. Verlasse die Garage. Okay, ich folge mal Mr. Drohne. Das Problem ist ja trotzdem gelöst, ich habe kein Auto mehr. Darf ich das mitnehmen? Nö. Schnell raus hier, du willst mich umbringen. Danke, Ihre Eingabe wird bearbeitet. Bitte warten. Gut. Weltfreaks, die genannt, das meine ich auf so einem Session. Danke fürs Zuschauen mit dabei sein. Like, dann kommt ihr aber nicht vergessen und bis zum nächsten Mal bei Cyberpunk 2077. Brauchen nicht machen erstmal das, wir brauchen jetzt einen Karren, müssen Geld verdienen. Zack, 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 das muss klatschen, ne? Bis dahin, tschüss.